Guten Morgen. Ja, nun ist es schon wieder soweit. Wir haben die Sachen schon wieder ins Auto geladen und werden uns langsam auf den Weg nach Hause machen. Wir waren ja gestern leider nicht so wirklich erfolgreich. Wir haben jetzt für den Rückweg noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel und die wollen wir uns einfach mal anschauen. Wir sind angekommen beim ersten Tipp und wie es auch zu erwarten war, ist auch wohl wieder so ein verlassenes Hotel. Das sieht von außen auch gar nicht mal so schlecht aus. Problem ist, ihr seht, drumherum ist ein bisschen, ja, ein bisschen Betrieb. Hier wird auch ständig geguckt. Sollte an sich jetzt aber kein Problem sein. Neben dem Hotel stehen noch zwei so eine kleinen Waldhäuser, nenne ich sie mal. Auch ganz interessant. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, ob wir reinkommen. Ich muss hier auf jeden Fall schon die Fenster aufnehmen, sonst muss ich den Geruch entziehen. Tür ist auf. Die Tür ist auf. Ja. Na, von der war. Ja, das ging mal relativ einfach, hier in das Gebäude zu gelangen. Stimmt tatsächlich einfach mal die Tür offen. Gut, bin ich gespannt, was es jetzt hier so zu sehen gibt. Sieht auf den ersten Blick ja, ganz okay aus. Boah, das ist cool hier. Das muss ich euch mal zeigen. Was sagst du zur Location? Boah, ist interessant. Ist abwechslungsreich, ne? Die Betten mal hier anguckst. Ne, Tisch. Oh, hast du hier gespielt? Nee, das war schon so gewesen. Playmobil? Nee, ist Nachmacherei, ist nicht original. Das ist ja cool. So, ich brauche mehr davon. Hast du mal fotografiert? Mhm, ich glaube immer. Das ist ja. Hier ist ein dicke. Das ist ja cool. Dicke Steinplatte. Also ich muss fast sagen, das ist besser als das, was wir uns gestern angeschaut haben. Ne? Weiß nicht. Also vom Erhaltungsgrad finde ich das hier unterschiedlich, was unsere Freiheit älter. Echt besser. Seit 2008 scheint das Ding wohl leer zu stehen. Also sprich knapp 10 Jahre. Und ich finde, dafür sieht es noch echt ordentlich aus. Ne? Ja, ein bisschen knapp ist es schon. Ne? Weil der wurde schon bereits saniert versucht, abgebaut. Wir haben bereits den größten Teil dieses Hotels uns angeschaut und es ist ziemlich klein, aber
trotzdem an sich relativ spannend gewesen. Ich werde jetzt nochmal in den Keller schauen. Ich hatte schon gehört, da soll es auch nochmal ganz, ganz nett aussehen. Und ja, dann sind wir auch schon durch. Du bist fertig. Ist ja auch schon auf. Oha! Das sieht ja auch noch ganz, ganz gut aus hier. Ja, dann hast du noch die Essensecke, dann hast du da so das Kaminzimmer. Und da hinten ist die Küche. Also eins muss man wirklich sagen, der Essbereich hier hinter mir, der sieht wirklich aus, als wenn man hier vor 10 Minuten noch irgendwelche Gäste bedient hätte. Hier geht es jetzt wohl in den Küchenbereich, ja, ganz genau. Noch ein paar Putzutensilien. Hier noch das Ganze. Also hier steht tatsächlich noch allerhand drüber, also eine schöne alte Kochplatte. Hier die Fritteusen oder die Fritteuse. Die Alubehälter kenne ich auch noch aus meiner Zeit in der Gastronomie. Und das sieht jetzt hier so ein bisschen aus wie Lager, würde ich bald vermuten. Oh, was steht hier noch Schönes? Medikamente. Gut, da habe ich jetzt keine Ahnung von. Das sind sicherlich irgendwelche Medikamente, die hier noch rumliegen. Ganz interessant, hier liegen wohl noch ein paar Unterlagen rum. Ob man da jetzt irgendwie was Spannendes rausfinden kann? Wahrscheinlich nicht. Hier noch irgendwelche alten Karten. Und ihr seht hier die Schränke, die wurden schon alle durchwühlt. Da wurde auch schon ordentlich gestohlen wieder. Wasser. Im Kaminzimmer befinde ich mich jetzt und das war jetzt eigentlich der letzte Raum, den ich mir angeschaut habe. Alle anderen haben wir jetzt gesehen. Wir werden das Gebäude jetzt wieder verlassen und dann zu diesen Häusern gehen, zu diesen Waldhäusern, so nenne ich sie mal, oder Ferienhäuser, wie auch immer. Und ja, hier sind wir auf jeden Fall durch und dann sehen wir uns gleich bei den Häusern wieder. Gut, dann lasst uns mal das Gebäude jetzt wieder verlassen. Alles klar. Wie hat es euch gefallen? Ich fand es gut, pass auf. Niedrige Deckenhöhe. So, war jetzt ganz in Ordnung, oder? Ich fand das jetzt auch gar nicht schlecht. Selten, dass einfach die Türen so offen stehen, ne? Schön hier, ne? Sehr idyllisch, ja. Also in diese Bungalows kommt man auf jeden Fall nicht rein. Das haben wir gerade nachgeschaut. Aber das ist auch nicht schlimm, weil sie sind wohl augenscheinlich alle komplett leer. Könnte wohl auch eine
eine separate Anlage gewesen sein und gar nicht zu dem Hotel dazugehört haben. Ist natürlich schade, ne? Hier in so einer tollen Lage, dass hier diese Bungalows, die übrigens 2014 wohl gebaut worden sind, einfach verfallen. Das ist eigentlich sehr, sehr schade. Man hat hier eine tolle Aussicht auf die Natur. Man hat hier so einen kleinen Teich, nenne ich ihn mal. Man hat hier eigentlich alles, nur keine Gäste. Mittlerweile sind wir dann jetzt auch am Ende unserer Harztour angekommen. Wir werden uns jetzt hier noch mal kurz hinsetzen, ein bisschen die Sonne genießen und dann nach Hause fahren. Falls wir unterwegs noch was Spannendes finden, werden wir das natürlich auch noch filmen und fotografieren. Wenn nicht, dann sehen wir uns in 2 Wochen wie gewohnt wieder. Bis dahin, haut rein. Ciao, ciao. Ja, zum Abschluss euch hier noch mal ein kleines Update zum Auspuff. Gestern haben wir euch ja schon gezeigt, dass er da schon an einer Stelle abgebrochen ist. Jetzt gerade hing er nur noch am seidenen Faden. Ja, und da mussten wir ihn jetzt leider komplett abmachen, bevor er dort eventuell bei der Fahrt abfällt. Wollen wir hoffen, dass wir jetzt natürlich auch die Rückfahrt ohne weitere Fehler und Probleme überstehen. Vielleicht fallen ja noch ein paar andere Teile ab.